Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Skyrim. So, wir gehen in das Ödsturz-Hügelgrab hinein. Wir sind ja jetzt mittlerweile schon Stufe 2 und wir werden uns natürlich weiterentwickeln. So, ich habe mal ein bisschen an meinen OBS umgeschraubt und mal schauen, ob es jetzt funktioniert. So, wie ich mir das gedacht habe. Und natürlich habe ich jetzt komplett aufmerksam auf mich gemacht. Das sollte eigentlich nicht so sein. Zack. Geh weg. Weg, geh weg, geh weg. Ja, und da kommt der Pfeil und fliegt natürlich vorbei. Yeah. Okay, also ich habe jetzt mal umgestellt am OBS, wollte ich euch sagen. Und zwar habe ich es immer laufen lassen mit einer konstanten Bitrate. Um es einfach ein bisschen... YouTube-freundlich zu machen. Da gibt es ja gewisse Werte, die man da einhalten muss, bei so und so viel FPS-Aufnahmen. Und da hatte ich das halt mal so eingestellt. Ja, dass ich gleich mit einer konstanten Bitrate aufnehme. Aber, wie ich jetzt sehen kann, war das nicht so von Vorteil. Ich kann die ja nachbearbeiten, also werde ich dann auch machen. Silberbahn nehmen wir mit, kleiner Heilungstrank. Nee, ist nicht so gut. Okay. Nee, also dann werde ich sie nachbearbeiten. Ja, also wie gesagt, ohne Qualitätsverlust dann. Jetzt habe ich erstmal variable Bit gerade genommen. Weil mir war da schon immer so ein bisschen suspekt, ja. Jedes Mal, wenn halt viel bewegen oder irgendwas kam. Ist die Bitrate, die FPS-Anzeige im OBS so dermaßen runtergegangen. Ja, weil einfach die Bitrate höher gewesen wäre als die, ja, also die Bitrate pro Sekunde. 5000 kW pro Sekunde, ja. 12.000 Bits pro Sekunde. Ja, und das war eben das Fatale daran. Aber jetzt soll das auf jeden Fall laufen. So, an die Rätsel kann ich mich definitiv noch erinnern. So, ach ja, da hinten ist noch ein Schrank. Ja, also an diese Rätsel kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. Leinentuch braucht man nicht. So, wir haben eine Schlange. Der Kopf, der stammt aus der Mitte, ist auch eine Schlange. Und wir haben einen Fisch. So. Dann haben wir da die Schlange. Da haben wir das. Und da drehen wir auch zweimal. So. Und dann probieren wir mal unser Glück. Ihr seht, ist alles zauberhaft.
Ach so, wir haben ja, Na, das sollte natürlich nicht sein. So. Ah, geht sogar wieder zu. Ich habe gedacht, ich kann das jetzt wieder verstellen. Ja, ich habe mir jetzt so einfach so gedacht, ach komm, verstellst du das wieder und gehst dann rein, machst das Tor zu, dass keiner mehr nach dir kommen kann. Aber anscheinend. Oh, jetzt. Halte das von mir fern! Helf mir, es loszuwerden! Helf mir! Halte das von mir fern! Loszuwerden! Hilf mir! Lass mich nicht kriegen! Hilfe! Ah! Tötet es! Tötet es! Ah! Tötet es! Tötet es! Das darf ich nicht kriegen! Hilfe! So! Wir sammeln erstmal einen, da kann der noch ein bisschen schreien. So. Ihr, hier drüben. Ihr habt es geschafft. Ihr habt es getötet. Jetzt schneidet mich los, bevor noch etwas anderes auftaucht. Ja, die Klaue. Ich weiß, wie sie funktioniert. Die Klaue, die Zeichen, die Tür in der Halle der Geschichten. Ich weiß, wie alles zusammenpasst. Helft mir herunter, dann zeige ich es euch. Ihr werdet nicht glauben, welche Macht die Nord hier verborgen haben. Sieht es so aus, als könne ich mich bewegen? Ihr müsst mich erst losschneiden.
Es lockert sich. Ich kann es spüren. Dummkopf, warum sollte ich den Schatz mit jemandem teilen? Ja, so schnell wird man betrogen. Aber egal. Wir nehmen gleich wieder Verfolgung auf. Das war ein guter Treffer. Bei den einen. Ja, er ist nicht weit gekommen. Tunika mit Gürtelfeld. So, da laufen wir natürlich auch nicht rein. Das sieht irgendwie noch so komisch aus. Das sieht mir. Komm. Alter! Das war jetzt doch ein wenig knapp. Achso, wir brauchen ihn noch gar nicht zu heilen. So. Ist mir jetzt leider ein bisschen später eingefallen. Okay, dann machen wir hier einen Block rein. Oh!
Ja, Knochenmehl können wir gebrauchen für Alchemie, also. Ach, denn die alten Waffen. Ja, ich weiß, dass die Manika niedlich ist. Aber egal, egal, weiter geht's. Die kann sich jetzt ja ein bisschen wieder aufladen. Ach komm schon. Was ist, sie kriegt da? Da laufen alle mit Bannen rum, was ist denn hier los? Nun gut, weiter geht's. Einen Trollschädel. Okay. Bisschen Schimmelpilz. Ja, ich sag mal so, sowas ist halt wichtiger als irgendwelche Waffen oder sonst irgendwas. Weil man kann dann ja auch wirklich ultimative Tränke herstellen. So, auf 23 verbessert. Wie gesagt, ich habe ja schon mal einen Test gemacht gehabt, ja, also ich hatte das ja vorher mal getestet, zwar nicht gut genug. So, da geht's nicht lang. In den Sack geschossen. Wow, 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 wow. Nein! Schon alles? Wirklich?
voll der Fehltritt jetzt eben gerade bei den Ruhelosen. Ja gut. So, dann warten wir wieder, bis der sich wieder umgebracht hat. Ach ja. So schnell kann man sterben. So, Buch schnell lesen, zack. Ach, kann man eigentlich auch mitnehmen. Später mal. Feuerrolle mitnehmen, das brauchen wir nicht. Kommt da jemand? Seht ihr das? Hagner? Jörn? Solin? Ich weiß, dass ich mir nicht aufgebracht habe, aber ich brauche Hilfe. So, jetzt mache ich mal. Thank you.
habt es geschafft. Ihr habt es getötet. Jetzt so. Schlage mich los, bevor noch etwas anderes auftaucht. Ja, die Klaue. Ich weiß, wie sie funktioniert. Die Klaue, die Zeichen, die Tür in der Halle der Geschichten. Ich weiß, wie alles zusammenpasst. Helft mir herunter, dann zeige ich es euch. Ihr werdet nicht glauben, welche Macht die Nord hier verborgen haben. Ja. Süßer Atem von Arkay. Dankeschön. So, dann holen wir mal schnell runter. Weit kommt ihr ja so. Ich kann es spüren. So. Dummkopf, warum sollte ich den Schatz mit jemandem teilen? Gold, Seelenstein. Ja, sagen wir so, der hat die Goldstücke schon beim Fährmann abgegeben, also. Das ist schon okay. So. Ach, hier hinten liegen noch die anderen zwei. Nehmen wir natürlich mit. Das nehmen wir auch mit. Kann man gut verkaufen. So. Ja, normalerweise wäre die Folge jetzt eigentlich vorbei. Wir haben schon wieder eine halbe Stunde voll. Aber dadurch, dass ich gestorben bin, mache ich die in der Folge natürlich fertig. Nein, bitte nicht. Bitte. Bitte nicht.
Und da geht's Licht aus. Ja gut, ich hätte es auch zusammenschneiden können, aber warum? Ja, hätte das wäre mit Offscreen bis dahin gegangen. Hätte nur kurz gesagt, oh, ich bin gestorben. Ja, bin Offscreen wieder dahin gegangen. Aber warum? Nee, müssen wir nicht machen. Sonst ist das ja alles nur zusammengeschnitten. Alles mitnehmen. So. Ja, wir sind sowieso gleich wieder da, wo ich meine Verfehlung kundgetan habe. So, jetzt nur noch nach unten. Ich weiß gar nicht, wie hoch man jetzt überhaupt leveln kann. Also man kann ja jetzt dadurch, dass man die Dinger ja damals schon auf, wo dann das mit den Legendär rauskam, schon machen konnte. So, die nehmen wir noch mit. Jetzt kommen wir wieder bei den Kollegen an. So, und ich habe mal schnell gespeichert. Nein! So! So, wir dringen ein in das Allerheiligste. Das hört sich irgendwie verkehrt an, oder?
Nein! Das hätte ja klappen können. So, dann gibt's noch schnell ein bisschen gegrillten Auge oder wie auch immer heißt. So. Ja. So. Doch. So, Bär, dann der Schmetterling und die Eule zum Schluss. Ja, heutzutage würde man sich das einfach machen, man würde einfach eine Stange Dynamit mitnehmen. Bäm, wäre das Ding offen. Hallo? Okay, das Grab ist leer. So, haben wir nochmal einen Schnellspeicher rein.
Und natürlich vorbeigeschossen. Oh! Knie nieder vor deinen Gott. Ach ja, Leintücher braucht man nicht. Das haben wir alles, das haben wir alles, das haben wir alles. Ja, selbst wenn man in die Höhle hier reinkommt, ja, kommt man nur bis hierhin. Und danach geht's nicht weiter. Was aber eigentlich den Eingang Schwachsinn macht. Okay. Ziel, Himmelsrand. So, wir haben das Grab. Okay. Aber man kommt im Endeffekt hier schon nicht richtig hoch. Oh, Mammut. Schädel. So, an dieser Stelle werde ich aber die Folge beenden. Macht's gut. Ciao, ciao.